Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. So, hier sind wir in Alaska. Ohne Gina. Hast du Brian nicht gesagt? War das vorletzte Episode? Ohne Gina verlasse ich die Insel nicht. Jetzt bist du hier in Alaska und Gina auf Malai Insel. Perfekt, oder? Sieht aus wie ein Benzinkanister. Also, bitte nicht wundern, wenn mein Cursor so ein bisschen nicht mehr fließend läuft. Es liegt an dem Schnee. Einverstanden. Schade, er ist leer. Natürlich ist er leer. Das Spiel ist ein bisschen älter und hat schon ein bisschen Probleme mit dem Windows. Ich habe versucht, ein Patch zu installieren. Ohne Erfolg. Ist das? Ein Nadelwald. In dieser Zone Alaskas weit Ach verbreitet. so. Ah, okay, alles klar. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, was das jetzt so. Cursor sich so schwammig anfühlt. Mit diesen hier und denen da drin haben wir genug, um das Feuer am Prasseln zu halten. Ich schleppe schon einen Holzscheit mit mir herum. Ich möchte keine Tischlerei eröffnen. Okay, ist ja gut, Brian. Schau dich nochmal um. Was hast du denn Die noch? ist verschneit. Also ich war mir sicher, dass wir das nehmen können. Aber nee. What? Man benutzt solche Maschinen, um schwere Dinge zu schleppen. Das Kabel wird von einem kleinen Motor ein- und ausgerollt. Seilwinde heißt das Ding, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Sollen wir das benutzen dann irgendwann? Ich glaube nicht, dass er anspringt. Außerdem lässt er sich in dem Zustand unmöglich bewegen. Ah, hier ist das Loch. Deswegen schneit es ja auch im Haus. Okay. Winde. Ich glaube nicht, dass sie anspringt. Ich glaube nicht, dass er anspringt. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass er anspringt. Außerdem lässt er sich in dem Zustand. Du wiederholst dich, Brian. Er ist das Maskottchen einer Pizzeria. Er passt gut zu dieser Gegend. Ditchenwagen, Elchtür, Ditchenwagen. Nö. Das war's dann wohl. Gibt's noch weiter? Wie, das war's? Eine handgeschreinerte Holzbank. Komm schon, Brian. Hier? Das war's? Wie, mehr ist hier nicht? Nein. In diesem Gebiet scheint es nichts Interessantes zu geben. Ja, aber zurück zur Hütte. Das war's? Mehr kann ich hier nicht machen. Das kann doch nicht sein. Ah, okay. Ich versuche mal, den Menschen zu finden, den ich bei der Ankunft sah. Hey, hallo, mein Freund. Hallo, ich heiße Brian. Wasowski. Ben Wasowski. Angenehm, Ben. Vorhin habe ich nicht Halt machen können, weil ich meinen Freund in die Schutzhütte da unten bringen musste. Ja, ich habe euch gesehen. Bei den Temperaturen wolltet ihr euch wohl wärmen und habt einen über den Durst getrunken, was? Nein, nein, gar nicht.
Es ging meinem Freund prima, bis er die Beeren von einem Busch gegessen hat und... Rote, große Beeren, die wie Kirschen aussehen? Ja, genau solche. Sag nichts mehr. Jetzt wird ihm schwindlig sein. Seine Muskeln werden nachgeben, er wird halluzinieren, das Kurzzeitgedächtnis verlieren. Genau. Woher weißt du das? Ich beobachte das Verhalten der Beeren seit Jahren und habe ihre Reaktion gesehen, nachdem sie diese Beeren gefressen haben, die sie übrigens sehr gern mögen. Ich habe sie zu Forschungszwecken gelegentlich selbst gegessen. Die Symptome halten einige Tage an, außer man... Außer was? Lachs. Lachs? Lachs, ja. Sein Verzehr hebt die Wirkung der Beeren praktisch ganz auf. Ich habe es selbst ausprobiert. Hey, das ist mal eine gute Nachricht. Mhm. Dann muss ich nur meinen Freund dazu bringen, Lachs zu essen, damit es ihm wieder gut geht. Genau. Du musst nur ein kleines Detail beachten. Welches? Der Lachs wirkt nur, wenn man ihn roh isst. Für meine ersten Untersuchungen grillte ich ihn mit Paprika, Kartoffeln und gehackten Zwiebeln. Es hat nicht gewirkt. Es war köstlich. Hat aber gar nicht geholfen, die Wirkung der Beeren aufzuheben. Am Anfang dachte ich, es liege am Unterschied zwischen dem menschlichen Organismus und dem des Bären. Bis ich eines Tages daran dachte, ihn roh zu essen. So wie es die Beeren tun. Und wie war es dann? Sehr gut. Es schmeckte sogar besser als gegrillt. Ich meine mit den Auswirkungen der Beeren. Ach ja. Sie wurden sofort aufgehoben. Hör mal, Ben. Ja, sag. Sag mal, Ben. Du siehst gut aus in deinem Kostüm. Naja, streng genommen ist es keine Verkleidung. In Wahrheit ist es ein Bärenkostüm. Aber es ist unvollständig. Na, was ich gesagt habe. Eine Bärenverkleidung. Es gefällt mir nicht, dass du es so nennst. Das wirkt so unseriös. Verkleidung hört sich nach Party an und das ist meine Arbeitskleidung. Es hat eher etwas von einer Tarnuniform als von einer dummen Bärenverkleidung. Okay. Wie du meinst. Ja, jetzt, da ich genau hinsehe, du hast recht. Aber die einzigen bebrillten Beeren, die ich je gesehen habe, waren auf einem Bild in einem Kinderbuch. Nein. Ich trage sie, weil ich blind wie ein Maulwurf bin. Außerdem ist das Kostüm unvollständig. Ich bat den Typen aus der Pizzeria in Sisley, der nächsten Stadt, dass er es mir im selben Geschäft bestellt, von dem er sein Elchkostüm hat. Aber man hat es mir ohne Kopf verkauft. Und ich frage mich, was ist das für ein Bär ohne Kopf? Ich weiß nicht. Vielleicht das, was von einer Wandtrophäe übrig bleibt? Nein, auf keinen ja. Fall. Ein Bärenkostüm ohne Kopf bedeutet den sicheren Tod. Wenn ich mich so kostümiert in die Gruppe reinschmuggeln würde, dann würden sie sagen, der da ist keiner von uns. Und dann, paff, sie würden über mich herfallen und mich mit ihren Pranken zerfleischen. Deswegen habe ich meine Pläne verschoben, bis der verdammte Kopf endlich geliefert wird. Und woher stammt dein Interesse an Bären? Ich habe früher in einer Profimannschaft Hockey gespielt. Jeden Sommer waren wir in Asien auf Tour. Aber eines Tages hatte ich einen schlimmen Unfall. Als ich aus dem Krankenhaus kam, fuhr ich nach Hause und begann, durch die Fernsehprogramme zu schalten. Dort sah ich einen Film über einen Bären, der mit Bananen auf dem Kopf tanzte. Danach kam ein französischer Film über einen verwaisten Bären. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich geweint habe. Anschließend bin ich rausgegangen, um zu meditieren und krachte gegen ein Reklameschild, auf dem ein Eisbär eine Erfrischung hochhielt. Ich bekam Durst und wollte in eine Bar gehen. Aber ein paar Türsteher mit merkwürdigen Lederanzügen sagten mir, verschwinde, hier kommen nur Bären rein. Ist das nicht unglaublich? 2 Stunden später packte ich meinen Koffer, stieg in ein Flugzeug und begab mich nach Alaska, auf der Suche nach meinem Schicksal. Wow, ich würde mal sagen, du bist leicht beeinflussbar, hä? Wohnst du schon lange hier? Ich bin seit einigen Jahren hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele genau. Ich habe irgendwo die Papiere aus der Zeit, als ich die Hütte gekauft habe. Es kann sein, dass da irgendein Datum vorkommt. Ist das jetzt die Hütte, wo wir sind, oder meint der andere Hütte? Hier lässt es sich bestimmt gut leben, sofern man die Einsamkeit mag. Findest du es hier einsam? Aber das ist es doch gar nicht. Die Bären sind wunderbare Begleiter. Viel besser als die meisten Menschen, würde ich sagen.
Und dann ist da noch Setch, der ab und zu vorbeikommt, um mir ein paar Pizzen zu bringen und eine Partie Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Außerdem kommt gelegentlich mal jemand wie du vorbei. Hast du das Schildchen in meinem Zimmer gesehen? Eine Gruppe spanischer Fischer schenkte es mir, als sie letztes Jahr auf der Durchreise hier waren. Auch wenn du deine Arbeit mit den Bären hast, langweilst du dich nicht ein bisschen? Langeweile ist etwas für einfältige Brian. Und ich habe keine Zeit für Dummheiten. In den wenigen Pausen, die ich mir erlauben kann, trinke ich einen Schluck Bier aus meinem Fass oder spiele Gitarre. Da ich keine Ahnung von Musik habe, mache ich mir einen Spaß daraus, merkwürdige Klänge aus der Gitarre rauszuholen. Zu dem, was du vorhin über deine Verkleidung sagtest. Es ist ein Kostüm, Brian. Ein Bärenkostüm. Okay, also irgendwie war das sowas von uninteressant, aber egal. Die Pranken auf dem Rucksack sehen wirklich echt aus. Ja, die Pranken sind der wichtigste Teil des Bären. Sie benutzen sie zur Verteidigung und auch, um in der Laichzeit Lachse zu fischen. So steht es zumindest im Lehrbuch. Aber ich werde eine revolutionäre Theorie beweisen. Was diese Theorie besagt, wirst du wissen wollen. Aber es tut mir leid. Ich kann sie dir nicht anvertrauen. Du siehst wie ein rechtschaffener Mensch aus. Aber wer weiß, ob du sie nicht an National Geographic oder irgendjemand anderen verkaufst. Nein, mein Freund. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Boah, das nimmt kein Ende. Wiederhol noch bitte. Nein, auf keinen Fall wiederholen. Könnt ihr mir... Könntest du mir beibringen? Könntest du mir beibringen, wie die Bären zu fischen? Ich würde es liebend gern tun, aber zurzeit bin ich sehr beschäftigt. Darüber hinaus habe ich dir schon gesagt, dass ich nur die Theorie beherrsche. Die Praxis ist Bärensache. Übung, meine ich. Und ich habe nicht genug Zeit dafür. Wann laichen die Lachse? Das. Die Laichzeit dauert fast das halbe Jahr, vom Frühlingsbeginn bis zum Spätherbst. Das bedeutet, der Fluss ist jetzt voller Lachse. Man muss aber sehr gut aufpassen, weil das Eis brechen kann. Der Strom reißt sogar unvorsichtige Bären in die Tiefe. Okay. Ich hoffe, du kannst deine Theorie bald beweisen. Könntest du mir eine Angelrute leihen? Könnte ich schon, wenn ich eine hätte. Aber das letzte Mal, als ich angeln wollte, hatte ich das Pech, dass meine Fliege in den sensiblen Teilen eines kleinen Bären hängen blieb. Ich glaube nicht, dass es ihm wehgetan hat, aber er wurde sehr zornig und verfolgte mich, bis er müde wurde. Wir sind stundenlang um Professor Simons Anwesen herumgelaufen. Als ich zum Fluss zurückkehrte, war die Angelrute verschwunden. Seitdem habe ich sie nie wieder gesehen. Okay, also suchen. Ich hoffe, du kannst deine Theorie bald beweisen. Ich bin kurz vor dem Durchbruch. Die ganze Welt denkt, Bären kratzen sich an den Bäumen, weil sie etwas juckt. Aber das ist nicht der Fall. Sieh mal. Wir Menschen haben die Möglichkeiten des Birkenwassers erst vor 20 Jahren entdeckt. Aber sie benutzen es seit Jahrhunderten. Naja, bis dahin reichen meine Einblicke sozusagen. Gut, das beende ich lieber. Deine Bärenverkleidung fällt mir ins Auge. Schon wieder? Was habe ich über das Wörtchen Verkleidung gesagt? Was möchtest du tun, wenn du dein Kostüm vervollständigt hast? Was ich tun werde? Mich reinmogeln und meine Theorie beweisen. Ich sage besser nicht, worüber. Was soll's? Ich werde mich in die Bärenfamilie einschmuggeln und sie werden mich für einen der ihren halten. Bestimmt fragst du dich, ob das Kostüm genügen wird. Nein, das wird es nicht. Aber wenn ich mich vorher mit den Essenzen einsprühe, die ich zubereitet habe, wird es klappen. Junge, du hast ein Problem. Bärenessenzen? Sag bloß nicht, du verarbeitest Bären zu Parfums. Nein, wofür hältst du mich? Ich gewinne die Essenzen aus den Hinterlassenschaften der Bären. Ich werde nicht so derb sein, dir das genaue Mischungsverhältnis von Körperflüssigkeiten, Haaren und festen Ausscheidungen zu erklären. Nur so viel. Ich muss meine Hockeymaske und meine Hockeyhandschuhe anziehen, um sie einzusammeln. Wie viele Arten von Bärenessenz hast du? Ich habe Jungbärenessenz, brünstige Bärinnenessenz,
republikanische Bärenessenz, Wildbärenessenz, buddhistische Bärenessenz, kurzsichtige Bärenessenz, Essenz von klebrigen Bären, von Papabär, von Erdbeerbaumbären, von Ameisenbären, von Bären mit Magenproblemen. Nein. Sag nichts, die habe ich aus Versehen ausgetrunken. Essenz von intellektuellen Bären und was weiß ich, wie viele noch. Was mir noch besser gefällt als die Essenzen, ist deine Verkleidung. Wirst du mein Kostüm denn nie richtig bezeichnen? Ich habe überhaupt nichts gegen Bären, Ben. Aber deine Unterhaltung über sie ist mir ein wenig zu trocken. Ja. Nein. Keine Bange, wir haben alle unsere Fehler. Kennst du Professor Simon? Den Mann aus dem großen Haus dort oben? Nicht sehr gut. Ich habe ihn gesehen, als er ab und zu in der Gegend spazieren ging. Und gelegentlich bin ich bei ihm vorbeigekommen. Aber ich verkehre kaum mit ihm. Ich glaube, er ist ziemlich einsam. Ach komm schon! Weißt du, ob sein Haus mehr als einen Eingang hat? Ich versichere es dir. Nein. Der Zaun verläuft um das ganze Grundstück. Und der einzige Eingang ist der mit der Sprechanlage. Ich sage es dir. Ich bin wieder und wieder dort herumgelaufen, weil ein kleiner Bär mich verfolgte. Kennst du zufällig das Passwort, mit dem man auf Professor Simons Anwesen gelangt? Passwort? Üblicherweise sage ich, hey, ciao. Ich komme, um das wöchentliche Päckchen zu holen. Dann gehe ich rein, hole das Päckchen mit dem Essen, das der Koch für mich vorbereitet hat, und gehe wieder. Du wirst dir jetzt sagen, wahrscheinlich ist es für die Bären und nicht für Ben selbst. Und das stimmt. Es ist für die Bären. Mir missfällt es, dass du so etwas über mich denkst. Glaubst du, sie würden aufmachen, wenn ich mich für dich ausgäbe? Da es nicht nur eine Sprechanlage gibt, sondern auch eine Kamera, wird es nicht reichen, wenn du behauptest, du seist ich. Du fragst dich jetzt bestimmt, würde Ben mir sein Kostüm leihen? Ich möchte eines klarstellen. Das Bärenkostüm ist heilig und ich leihe es keinem, für nichts auf der Welt. Ich glaube, ich könnte mich in das Haus hineinschmuggeln, wenn du durch die Sprechanlage mit ihnen redest. Das ist ja Pech. Ich komme dort nur wegen des Koches rein. Aber heute Morgen habe ich gesehen, dass er nach Sisley fuhr, wie immer an seinem freien Tag. Er wird vor morgen früh nicht zurückkommen. Wir sprachen vorhin über... Sprich dich aus. Nochmal zum Thema auf keinen Fall. Ach, nichts. Ich lasse dich dann mal in Ruhe. In Ordnung. Du weißt, wo ich bin. Wenn du mich hier nicht findest, bin ich zu Hause. Du wirst es erkennen. Es ist eine typische kleine Beobachtungshütte, etliche Meter über dem Boden. Komm vorbei, wenn du Lust hast. Dann probierst du mal mein selbstgebrautes Bier. Danke, Ben. Bis bald. Gern geschehen. Bis dann. Es ist nicht gerade der letzte Schrei. Was schön. Sieht wie ein Parfümflakon aus. Du nimm mal. Lieber nicht. Wasowski soll sich nicht über mich ärgern. Wasowski? Nein. Der gehört Wasowski. Bei der Kälte würde ich sie gerne als Fäustlinge benutzen, aber Wasowski wird sie mir auf keinen Fall ausleihen. Okay, also ich habe aus dem Gespräch... Was für eine merkwürdige Pflanze. Ich weiß nicht, zu welcher Art sie gehört. Habe ich auch nicht gefragt danach. Dass wir einen Kopfbeam besorgen müssen. Okay, da geht's auch weiter. Ja, ich werfe einen Blick dorthin. Mach das mal bitte. Nanu, ich habe noch nie einen total vereisten Fluss gesehen. Ich versuche lieber nicht darauf zu gehen. Ich möchte nicht als Eiswürfel für Bären enden. Simons Haus, okay. Das Eis scheint sehr dick zu sein. Also, hier werden wir wahrscheinlich den Lachs fischen müssen, oder? Also das heißt, müssen wir Lock machen. Es scheint unmöglich, dass ein ganzer Fluss zu Eis gefriert. Oh, da ist eine Hütte. Das muss die Hütte sein, von der Wasowski gesprochen hat. Ich werde einen Blick darauf werfen. Mach das mal. Da ist bestimmt was Schönes dabei, was wir nehmen können.
Das ist eine Axt. Da ist eine Axt. Es scheint, Wasowski hackt seine Holzklötze gern auf traditionelle Art. Nein, ich lasse sie lieber an Ort und Stelle. Wenn ich sie brauche, weiß ich schon, wo ich sie finden kann. Da geht's, Fluss. Simons Haus, ah, okay, okay. Da geht nach oben. Die führt zu Wasowskis Hütte. Ja, dann los. Also gut, dann wollen wir mal einen Blick riskieren. Ich glaube, es ist besser, die Klappe offen zu halten. So, das ist Wasowskis Bau. Mal sehen, was wir hier finden können. Ganz schön gemütlich, hä? Wird benutzt, um die Asche aus dem Ofen zu holen. Nein, besser sie bleibt dort, wo man sie gebrauchen kann. Sie sind alt, aber man kann sie noch benutzen. Ich könnte sie benutzen, um den Lachs für Joshua zu kochen, aber er muss ihn roh essen. Die Hockeystiefel des großen Wasowski. Ich glaube nicht, dass ich sie brauchen werde. Und wenn ich irgendwann auf dem Eis laufen müsste, würde ich auf meine alte Technik mit den Schneeschuhen zurückgreifen. Oder irgendetwas Ähnliches, das ich in der Gegend finden könnte. Ich dachte, Wasowski hat Spaß gemacht, als er von Hockey redete. Aber er hat es wohl ernst gemeint. Mhm. Ja. Ehrlich? Ich werde ihn bestimmt für irgendetwas gebrauchen können. Du überraschst mich immer wieder. Der ist so gut wie neu. Ich versuche, ihn nicht kaputt zu machen. Wie gesagt, bei manchen Gegenständen, da bin ich mir nicht sicher, ob du die nimmst oder nicht. Eine Gitarre? Schade, dass ich keine Ahnung habe, wie man spielt. Ich kann überhaupt nicht spielen, aber probieren wir es trotzdem mal. Das ist die richtige Einstellung. War gar nicht so schlecht. Oh, Wasowski muss sie seit Jahren nicht mehr gestimmt haben. Du Angeber, du. Sie scheint aus Eiche oder einem ähnlichen Holz zu sein. Vielleicht birgt sie etwas Interessantes. Nanu? Sie ist mit einem Schloss gesichert. Nanu? Und was machen wir jetzt? Sieht aus wie Parfumflakons. Ja, genau. Essenz von neugeborenen Bären. Pheromone brünstiger Bärinnen. Essenz republikanischer Bären. Es scheinen die Essenzen zu sein, von denen Wasowski geredet hat. Ja, nimm, nimm, nimm. Damit keine Missverständnisse aufkommen, ich bin nur der Meinung, dass diese mit den Pheromonen der brünstigen Bärinnen mir nützlich sein kann. Ich muss aber aufpassen, kein einziges Tröpfchen zu verlieren. Ich möchte auf gar keinen Fall danach riechen. Vor allem in dem Wissen, dass hier überall Bären frei herumlaufen. Ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was die Bären dann mit dir machen. Flaschen hab ich. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es stehen chinesische Buchstaben darauf. Chinesische Buchstaben? Ich glaube nicht, dass ich etwas damit anfangen kann. Aber was soll's? Es ist nicht das erste Mal, dass ich etwas mitnehme, ohne zu wissen, wozu ich es gebrauchen könnte. Ich transportiere es lieber gerollt. Das ist einfacher. Ah, okay. Gut, gehen wir raus. Ich glaube, das ist eine Öllampe. Ich denke, dass die Kälte ihr das letzte Licht ausgeblasen hat. Ich versuche es auf jeden Fall. Aber das hast du schön gesagt. Nanu, sie funktioniert einwandfrei. Es beginnt dunkel zu werden. Ich lasse sie lieber an. Okay, aber ich wollte dir eigentlich, dass du die nimmst. Diese Art Dinge sind mir am Ende meistens nützlich. Ich nehme ihn mit. Am Ende sind die einfachsten Sachen die nützlicheren. Dem Geruch nach zu urteilen, voll Wein oder einer Spirituose. Mal sehen, was auf dem Etikett steht. Bier aus Nicky Pete's Busch. Es muss sich um ein örtlich gebrautes Bier handeln. Nein, ich würde wie ein zu groß geratener Bernardiner aussehen. Hallo, Brian.
Das ist ein Anemometer. Damit misst man Windgeschwindigkeit und Richtung. Ich weiß nicht, wozu ich es benutzen kann. Außerdem hängt es zu hoch. Gut, dann war's das wohl. Was haben wir denn hier? Die muss sehr nützlich sein, wenn man im Wald lebt. Ich weiß nicht. Die sieht mir ein bisschen schwer aus. Und ich fange an, müde zu werden. Aber andererseits kann solche Ausrüstung deinen Tag retten. Was soll's? Wenn ich weiterhin solche Sachen mit mir herumschleppe, spare ich mir das Fitnessstudio. Natürlich kein Sprint, wie, ne? Ärgerlich. Der Tank ist leer. Wusste ich doch. Egal. Ich hatte solche Mühe, sie überhaupt in die Tasche zu kriegen. Er ist aus. Es ist lange her, dass ich so einen Wasserkocher gesehen habe. Ich könnte ihn als Behälter für irgendetwas benutzen, aber ich lasse ihn erstmal da. Okay. Ist das Jasons Maske? Lieber nicht, sonst fange ich gleich an zu gähnen. Es wäre unverantwortlich, mich jetzt schlafen zu legen. Ich habe noch einiges vor mir. Mal sehen, ob es sich um ein interessantes Thema handelt. Mobbing, Stress und verwandte Symptome bei Eisbärenjungen von 6 bis 8 Monaten mit Verformung der hinteren linken Extremität. Von Professor Benjamin M. Wasowski. Ein Top-Bestseller unter Zoologen. Es scheint packend zu sein, aber ich möchte nichts über den Stress bei Jungbären lesen. Ich habe selber genug um die Ohren. Gut. Ich würde mal sagen, da sind wir ja hier fertig. Bett? Lieber nicht. Sonst fange ich gleich an zu gähnen. Ich muss schlafen. Aber zuerst habe ich Wichtigeres zu tun. Interessant, du hast noch nicht einmal Gina erwähnt. So schnell hast du dich schon vergessen, oder was? Ofenschaufel willst du nicht. Ich denke mal, das ist alles. So. Freitag, der 13. Oh, da war der Ton schneller als das Bild, hä? Nicht zu fassen, wie kompliziert alles wegen dieser verdammten Bären geworden ist. Ja. Nein, danke. Nachdem ich gesehen habe, was mit dem armen Joshua passiert ist, habe ich wirklich keinen Bedarf. Ich muss Joshua dazu bringen, sich an das verdammte Passwort zu erinnern. In Ordnung. Ich versuche es nochmal. Was ist denn? Die Post, hier ist der Sheriff, Pizza. Was auch immer, ich bin drin, schickt mich. Professor François Pignon schickt mich. In dir ist ein Stern. Wenn du es willst, wird er leuchten. Das macht nichts. Unmöglich. Ich muss das Passwort in Erfahrung bringen. Okay. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ja, ist gut. Und schon wieder hier. Na toll. Hör mal, Ben. Ja, sag. Thema Bären, Lachs, nein. Nein, alles klar. Ach, nichts. Ich lasse dich dann mal in Ruhe. Gern geschehen. Bis dann.
Gut, meine Freunde, diese Folge ist leider zu Ende. Aber ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.